Viele Städte feiern gern ihre Gründungsmythen. Aber Parma hat nur wenige Erinnerungen an seine Geburt. Aus der römischen Epoche ist nur der Name geblieben, der Schild bedeutet. Parma zieht es vor, die Zeiten zu feiern, in denen es Hauptstadt oder wenigstens freie Gemeinde gewesen ist. Die goldenen Jahrhunderte der romanischen Kunst haben mit dem Piazza del Duomo einen Gebäudekomplex von seltener Harmonie hinterlassen. Ein spiritueller Ort, den die Einwohner von Parma lieben, wenn er vom goldenen Licht der Sommernachmittage überflutet wird. Wenn er Zeuge wichtiger Aufführungen ist, wenn er still und gesammelt unter dem Schnee liegt. Der Dom, der 1106 eingeweiht wurde, wurde im Laufe des Jahrhunderts in romanischem Stil vervollständigt unter dem Einfluss der Architektur jenseits der Alpen. Die Fassade wird dem Architekten und Bildhauer Benedetto Antelami zugeschrieben, der sie 1178 beendet haben soll, als er auch das Bassrelief der berühmten Depositione fertigstellte. Auch das Battistero wurde von Antelami entworfen und realisiert. Davon zeugt die Unterschrift des Urhebers. In der ganzen Welt sind die Bassreliefs der Portale und der Lünetten von Antelami bekannt und im Inneren die Statuen der 12 Monate. Die ursprüngliche Bemalung der Kuppel und Wände wurde mit wertvollen byzantinischen Fresken aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts überdeckt. In der Umgebung von Parma entdeckt man häufig inmitten zeitloser Landschaften alte romanische Pfarrhäuser, die als Etappenziel für Pilger auf dem Weg nach Rom entstanden sind. Heute laden diese in grünes Schweigen getauchten Plätze zur Ruhe und Meditation ein. Zur Meditation und zur Besinnung, denn die Bassreliefs erzählen erschreckende Legenden von Sündern und drastischen Strafen. Der Dom von Fidenza nimmt in dieser Hinsicht einen besonderen Platz ein, wegen seiner komplexen Architektur und Ausschmückung und seiner vorzüglichen Ausführung. Die letzte Anstrengung von Benedetto Antelami. Ein anderes goldenes Zeitalter für die Kunst in Parma ist das 16. Jahrhundert, das mit Correggio seinen höchsten malerischen Ausdruck erreicht. In Parma sind seine besten Bilder erhalten. Parma bewahrt alle seine Fresken. Das Speisezimmer der Badessa im ehemaligen Mönchskloster von San Polo, ein Werk des 30-jährigen Correggio, ist von allen gewiss das sehenswerteste.
Die ganze Laube wird fröhlich belebt durch das Erscheinen zahlreicher Amoretten, ihre Spiele und ihre zauberhafte Spontaneität. Die letzte religiöse Vision des Evangelisten Johannes gibt Correggio Gelegenheit, einen Christus darzustellen, der aus einer Wolke voller luftfarbender Cherubine in den Kreis der anderen 11 Apostel herabsteigt, deren Glauben der Gesundheit und Kraft ihrer Körper keinen Abbruch tut. In der Kuppel des Doms findet Maria Himmelfahrt in einer beinahe heidnischen Verwirrung einer Vielzahl von Heiligen und Engeln statt. Man erschaut sie von unten in ihrer sehr menschlichen und fleischlichen Konsistenz. In einem grandiosen Gemälde geht die irdische Umgebung in die himmlische über, was einen Auftraggeber von entsprechendem intellektuellen Rang erahnen lässt. Vielleicht nicht zufällig wurde der Vertrag abgeschlossen, als der Römer Alessandro Farnese Bischof der Gemeinde Parma war. Er wurde im auf den Tod Correggios folgenden Jahr Papst mit dem Namen Paul III. Die Lehrkirche della Steccata ist vielleicht der größte Ausdruck architektonischer Kultur des 16. Jahrhunderts bramantischen Geistes, mit einer Außendekoration aus der Barockzeit. Im Inneren die reiche und elegante Freske von Parmigianino, dem anderen großen Maler aus Parma. Sie unterstreicht das hohe Niveau, das die Renaissance-Malerei in Parma erreicht hat. Während diese neue Kultur wächst und gedeiht, trennt Papst Paul III. Farnese das Gebiet von Parma vom papstlichen Staat ab, um es seinem Sohn als Fürstentum zuzuteilen. So wird Parma die Hauptstadt des Fürstentums Farnese. In fast zwei Jahrhunderten bereichert die Familie Farnese Parma mit dem Palast und dem fürstlichen Garten. Mit prächtigen Kirchen, mit dem massigen Palazzo della Pilota, der konzipiert wurde, um die Diener des Hofes zu beherbergen und unvollendet blieb. Heute beherbergt Pilota verschiedene Museen. Die alte Bibliothek Palatina, die wichtige Bildersammlung der Nationalgalerie. Am Anfang des 17. Jahrhunderts überraschte Ranuccio I. Farnese die europäischen Höfe, als er den Waffensaal von Pilota in das größte überdachte Theater der Epoche verwandelte. Es diente mehr zur Zierde des Gebäudes, wenn man bedenkt, dass es in den ersten 100 Jahren dort nur 4 Vorstellungen gab. Das Theater Farnese, das bei den Bombenangriffen 1944 zerstört wurde, wurde nach den Originalzeichnungen wieder aufgebaut, aber ohne Ornament. Das verringert jedoch nicht die Wirkung dieses magischen Schiffes aus Holz und Karton, das für seine Reise im Reich der Vergänglichkeit bestimmt ist. Piazza Garibaldi, mitten im Zentrum, wird im 18. Jahrhundert zum Teil neu entworfen und modifiziert, unter der zweiten Fürstendynastie, der Bourbonen, nach den Maßstäben der rationalistischen Architektur dieser Epoche. Eine gewisse Nachsicht gegenüber der Tradition wurde jedoch geübt. Zum Beispiel in den Meridianen des Palastes und bei der Statue der Madonna, Schutzfigur der Stadt. In diesem Zeitraum erfährt das Stadtbild Erneuerungen in den Alleen, öffentlichen Gärten und Adelshäusern. Im 18. Jahrhundert bildete sich der elegante Charakter heraus, der die Stadt noch heute kennzeichnet. Es ist die Zeit der großen Drucker wie Bodoni, der Architekten wie Petitot, der Philosophen wie Condillac, der Politiker wie Dutilleux. Parma erlangt in ganz Europa politisches und kulturelles Ansehen. Die Bourbonen behalten den Thron von Parma bis 1737, bis zur Vereinigung Italiens, abgesehen von der langen Unterbrechung durch die napoleonische Herrschaft und die lebenslängliche Souveränität, die der Wiener Kongress der Ehefrau Napoleons, Maria Luigia von Österreich, im Jahre 1815 zugesprochen hat. Ihr schreiben die Bürger Parmas alles Gute, was es in der Stadt gibt, zu. Und die beste Regierung in der Geschichte der Stadt.
Aber die Bürger Parmas sind ihr vor allem für den Bau des Theaters Regio dankbar. Das erste Theater des Hofes, das auch für das öffentliche Publikum zugänglich war. Glanz und Ruhm der Stadt. Es ist das Theater, in dem Verdi Giuseppina Strepponi kennenlernte. Das Theater, in dem noch heute seine Werke leben, wo sich ein immer zahlreiches Publikum trifft, immer anspruchsvoll und aufmerksam, immer fähig, sich mit den echten Leidenschaften erfundener Personen zu identifizieren. Am Tag nach der Vorstellung sammelt und verbreitet die Gazzetta di Parma, die sich stolz älteste Tageszeitung Italiens nennt, die Kommentare. Genau wie zu Zeiten Verdis. Oder zur Zeit, als seine Werke von einem anderen großen Bürger Parmas, der im Olze Torrente geboren wurde, dirigiert wurden. Arturo Toscanini, der die wichtigsten Bühnen der Welt betreten sollte. Toscanini ist Parmas Orchester gewidmet, Verdi jede denkbare Erinnerung. Für Parma wohnt Verdi immer noch hier. Dieser Himmel ist noch immer sein Heimathimmel. Seine Arien hallen in den Straßen als Volkslieder wider. Breiten sich aus in den Gärten der Patrizierhäuser, füllen die Kreuzgänge der alten Kirchen. Explodieren bei den Konzerten auf der Piazza. Seit der Vereinigung Italiens bis heute ist Parma nicht sehr gewachsen. An der Schwelle zum Jahre 2000 beträgt die Zahl seiner Einwohner 180.000. Und das trägt dazu bei, dass es sich ja heute noch um eine Stadt handelt, in der sich alle kennen, beobachten, überwachen. Es herrscht eine starke soziale Kontrolle, die jeden anspornt, sich im Rahmen der eigenen Möglichkeiten Mühe zu geben. Und die für gewöhnlich dafür sorgt, dass die Regeln zivilen Zusammenlebens respektiert werden. Bei jeder Gelegenheit. Auch in der Euphorie einer gewonnenen Fußballmeisterschaft. Der Torrente Parma fließt in einem breiten, ausgedehnten Bett dahin. Oft ist er ausgetrocknet. Er lässt der Stadt einen langen Streifen Raum, voller Luft und Licht. Am Ostufer entlang läuft die Promenade Lungo Parma mit ihren 7 Brücken und Erinnerung an viele Liebesgeschichten. Der Fluss teilt die Stadt in 2 unterschiedlich urbane Einheiten. Im Osten die von den Römern gegründete Stadt, seit eh und je Sitz der wichtigsten Gebäude und der kirchlichen und weltlichen Macht. Im Westen das Oltre Torrente, die alte Vorstadt mit den pittoresken Fassaden der alten Reihenhäuser über dem Fluss. Dicht aneinander gedrängt aus Platzmangel und zum Schutz gegen die Witterung, aber unterschieden durch die Farbe des Anstrichs und die eigene Fernsehantenne. Hier gibt es Leben im Überfluss, auf den überfüllten Balkons und Straßen in den alten Kneipen. Hier lebt man zusammen, in engem Kontakt mit den anderen, einhellig und solidarisch. Hier ist die Hochburg einheimischer Ursprünglichkeit und des Dialekts. Charakteristika überqueren die Brücken und mischen sich mit dem aristokratischen Stil des angesehenen Parma. Im Dialekt zu kontern wird so zu einer Pflicht, die der gelehrten Selbstgefälligkeit Einhalt gebietet, nach der Regel, dass wirkliche Eleganz sich immer ein wenig desinteressiert und nachlässig gibt. Der gebildete Bürger Parmas legt Wert darauf, echt zu sein, so wie der echte Bürger Parmas Wert auf Bildung legt. In Parma gibt es eine der ältesten Universitäten Europas, die heute von 30.000 Studenten besucht wird. Die Stadt hat auch ein bekanntes Konservatorium und ein Avantgarde-Theater, das Teatro Due. 30 Buchhandlungen. Sie liest doppelt so viel wie der Landesdurchschnitt. Parma hat mehr Geistesreichtum, als es braucht und exportiert daher Schriftsteller, Journalisten, Regisseure und Verleger.
Mit dem CSAC hat Parma das erste Archiv- und Forschungszentrum für Kommunikation in Europa gegründet, das in die 300-jährige Kartause von Paradigna umziehen soll, die vielleicht dem berühmten Roman von Stendhal den Titel gegeben hat. Manchmal werden die privaten Bildersammlungen echte Pinakotheken, wie die, die der adlige Steward der Bruderschaft San Filippo Neri stiftete, zur Ausschmückung der Büros. Ein anderer Stolz von Parma ist die Gesundheitspflege, die ihre Tempel in den renommierten Thermalanlagen von Salso Maggiore und Umgebung findet. In der Stadt ist das Fahrrad groß in Mode. Es ist schick, verschmutzt nicht die Umwelt und bietet Gelegenheit, ein paar gut gebaute Beine zu zeigen. Vor allem zieht es keine Strafmandate an wie das Auto. Nur im Winter werden die Fahrräder selten. Wenn der Nebel den Hauswänden die Farbe nimmt, wenn der Schnee leise fällt, wenn das Teatro Regio seine Saison eröffnet. Aber ein Sonnentag reicht, um die Lebensfreude erneut zu entflammen in einer Stadt, die wenig Raum für Melancholie hat. Abends isst man gern außer Haus, um über die Arbeit zu sprechen, Geschäfte abzuschließen oder ganz einfach aus Freude an Gesellschaft. Zentral gelegene Lokale mit gemütlicher Atmosphäre, guter Küche und Musikbegleitung sind die beliebtesten. In den Übergangsjahreszeiten erwacht die Erinnerung an romantische Liebesgeschichten geheimnisvoller und feenhafter Frauen, die in Kastellen lebten, die nie gekämpft haben. Bianca, die als Gabe und Zeichen für höfische Liebe das Kastell von Torrechiara erhält. Paola Gonzaga, die von Parmigianino in Fontanellato als fruchtbare und gefällige Demeter gemalt wurde. Maria Luigia, die nach dem Tode von Napoleon vor dem Hintergrund des Kastells von Colorno spürt, wie sich eine neue Liebe für den Herzog von Nyberg regt. Die Geschäfte bieten ausgesuchte Waren von gutem Geschmack und Eleganz an. Aber die interessantesten Auslagen sind die der Wurstwarenhändler. Hier landet das Beste aus den reichsten und fruchtbarsten Gebieten Italiens. 30.000 Tonnen Parmesan werden jedes Jahr produziert auf eine seit Jahrhunderten unveränderte Weise. Für jedes Kilo Käse 16 Liter Milch, eine Handvoll Salz und 3 Jahre Reifung. Die Überwachung wurde einem Roboter anvertraut. Aber das nimmt dem Produkt nichts von seinem handwerklichen und ursprünglichen Charakter. Eine alte Tradition ist auch die Schinkenherstellung, der noch heute in Langhirano und Umgebung in Gebäuden groß wie Kathedralen getrocknet wird. Es werden 15 Millionen Stück im Jahr hergestellt. Und das alte Schaufenster mit Parmesan und Schinken hat sich in den größten Lebensmittelmarkt der Welt verwandelt.
Das Messegelände von Parma ist mit Cibos, Tecnocibos, Tecnoconserve, Agricultura 2000, Menü Italia, ein überfüllter internationaler Supermarkt. Aussteller, Industrielle, Handwerker und Publikum versammeln sich hier. Die alte Fürstenhauptstadt, die inzwischen zur Hauptstadt der Food Valley befördert wurde, schenkt Neuigkeiten ihre Aufmerksamkeit. Aber bis jetzt bietet sie weiter die alten traditionellen Produkte an, die durch moderne technische Hilfsmittel zuverlässig werden. Parma, Stadt der Kunst, der Musik, die Stadt, die eine gepflegte Esskultur und gute Gesellschaft liebt. Parma, alter römischer Schild. Ein kriegerischer Name für eine Stadt, die vielmehr mit einem Lächeln erobert.